Zur zweiten Halbzeit hat der TSV Eintracht Karlsruhe ausgewechselt. Für die Nummer 6 Marco Judic, spielt aus der Nummer 30 Pascal Sattelberger. Thank you.
Spielminute wechselt der ASV Dachau aus. Für die Nummer 8 Leon Schley spielt jetzt die 13 Michael Kornbrot.
Linksverteidiger, kommt, hey! Der liegt überall, aber es wird gut, aber ich bin überall. Alles gut, bevor wir das immer sehr gut. Thank you.
Thank you.
In der 68. Spielminute erzielt er einen Treffer. Jetzt war die Nummer 7, Jonas Wolski. Wieder hergestellt. Spielstand 5:1 für den TSV Eintracht Karlsruhe. Torschütze geleistet. Pascal Sack. In der 70. Spielminute hat der TSV Eintracht Karlsfeld dreimal ausgewechselt. Aus dem Spiel die Nummer 5 Dominik Pöllmann, die Nummer 11 Michi Diedl und die 20 Martin Schön. Dafür jetzt im Spiel die Nummer 7 Philipp Lorbeer, die 17 Burki Basise und die 21 Jonas Eicher. Thank you.
In der 72. Spielminute wechselt der ASV Dachau auch aus für die Nummer 9, Melidon Ezeki. Spielt jetzt die Nummer 17, Timo Aumeier. Meine Damen und Herren, ein Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Spiele unserer ersten Mannschaft im Ligapokal wären am Mittwoch, den 28.10. um 19.30 Uhr zu Hause gegen Unterföhring. Dann den Dienstag drauf, den 3.11. um 19 Uhr beim ASV Dachau. Die Rückspiele dann jeweils am Samstag, den 14.11. um 14 Uhr in Unterföhring. Und dann das letzte Spiel noch am Samstag, den 28.11. um 13 Uhr gegen den ASV Dachau. Thank you.
Thank you.
Nur den Rückwärts gedacht, dann war es zu viel. Halbzeit 0-0 und dann in 5-6 Minuten 4-0. Dann 4-1 und dann 5-1. Juni spielt. 65. Ja, 66. 25 Minuten geht. Ja, das ist gut. Ja, halt auch, dass er gut ist. Komm, Tommy! Tommy! Komm, noch mal ein Ding.
Endergebnis der Partie TSV Eintracht Karlsfeld ASV Dacher 5:1. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für den Besuch. Einen guten Nachhauseweg, hoffentlich bis bald und bleiben Sie gesund.